Greta Slomka, wie haben Sie heute die Verleihung erlebt? Was ist Ihnen besonders aufgefallen? Was hat Sie besonders beeindruckt? Ja, das Tollste war natürlich Martin Scorsese und Robert De Niro. Das war mal wirklich Hollywood in Berlin und ich bin ein Riesenfan von Robert De Niro seit 20 Jahren und fand das großartig, ihn mal zu erleben. Das war wirklich ganz toll, hat mir sehr gut gefallen. Wie nah saßen Sie dran? Haben Sie den wirklich gespürt schon? Nee, so nah saß ich noch nicht dran. Aber es hat auch so gereicht. Und jetzt haben Sie schon mal geguckt, wo er ist? Wollen Sie gerne mal hingehen? Ich weiß gar nicht, wo er ist. Zum Moment suche ich gerade dringend was zu essen. Und danach kümmere ich mich um Robert De Niro. Dann wünsche ich Ihnen dabei erstmal viel Erfolg. Dankeschön. Danke.